Ich bin ja auf der Alpinmesse in Innsbruck, da ist der Teufel los, wie zu erwarten. Und siehe da, wir haben sogar auf der Alpinmesse heute eine Weltpremiere entdeckt, die man normalerweise sonst aber nur auf einer ISPO zu Gesicht bekommt. Neben mir habe ich da den Werner Koch und der zeigt mir jetzt ein neues Fell. Also ich zeige euch ein Fell, das wir speziell für extrem breite Freeride-Ski entwickelt haben. Das heißt, ab Mitte 95 bis oben ist es egal, also bis Mitte 130, 135. Es ist ja zum Teil unglaublich, mit was für fette Latten Leute heutzutage aufsteigen. Und alle, mit denen wir geredet haben, so aus dem Profi-Freeride-Bereich, haben gesagt, sie suchen was eine Felllösung, die besser funktioniert, wie alles, was jetzt am Markt ist. Sie wollen was haben, was leichter ist, was in Flachstückeln besser gleitet, was aber genauso gut steigt, eher noch ein bisschen preislich günstiger ist als ein ganz breites Zuschnittfell und was leichter einzupacken ist, wenn Sie es bei der Zwischenabfahrt einmal in die Jacken stecken wollen. Und da ist uns was eingefallen, was ich euch jetzt kurz zeige. Das ist eine Split-Fell-Lösung auf Basis unseres Hybridklebers. Funktioniert so, dass ich eine Befestigung habe, die an der Spitze und an der Schaufel ident ist. Ich habe bei beiden Enden einen Haken zum Aufkippen. Ich kann beim Abziehen beide Felle zugleich lösen. Und der Clou dabei ist das Zusammenlegen des Fells. Was ich da tue, ist, ich fixiere das Fell am hinteren Ende, ziehe es ein bisschen auseinander und fahre mit dem Handschuh entlang habe ich. Dann hänge ich es hinten aus und habe das Fell perfekt zusammengelegt, auch bei Sturm und Schnee, und kann das Backtel in die Jackentaschen stecken. Und tue mir dadurch, dass der Hybridkleber mit sich selber nur ganz leicht verklebt, beim Wiederauffällen auch leicht. Weil ich reiße das ganze Fell beim Wiederauffällen auseinander. Suchen wir das vordere Ende, das bei uns durch einen schwarzen Haken gekennzeichnet ist. Holen wir den Ski, hängen ein Ende ein und fahren dann mit jedem Streifen in wenigen Handgriffen am Ski entlang herunter. Wichtig ist, dass es im Bereich der Auflagefläche vom Ski, das heißt im mittleren Drittel ganz grob, gut an die Kante hereinreicht, dass ich auch bei steileren Querungen einen sicheren Halt habe. Und hängen wir dann hinten den Haken ein und damit ist das Fell fertig montiert. Wenn ich das Fell kaufe, gibt es in drei fixen Längen. Ich brauche weder einen seitlichen Zuschnitt machen, noch brauche ich einen Längenzuschnitt machen, sondern das Fell kann ich auf verschiedene Ski anpassen, was gerade für den Freerider, der mit verschiedenen Ski am Weg ist, ein Riesenvorteil ist, weil er für alle Ski, die ungefähr eine ähnliche Länge haben, das gleiche Fell verwenden kann. Ob der Ski jetzt in der Mitte 95 oder 130 hat, ist ganz egal. Wir haben drei fixe Längen, die jeweils über 10 cm variabel sein, weil ich einen ziemlich großen Verstellbereich an beiden Enden durch die Befestigung habe. Der Haken vorne und hinten hat einen Schlitz drinnen, dass er auf dem runden Skiende sauber sitzt und sich seitlich nicht leicht verschieben lässt. Deshalb habe ich eigentlich auf jedem Ski eine saubere Anbindung vorne und hinten und kann das Fell in der Länge falten beim Zusammenlegen. Wann kommt es am Markt? Eigentlich wollte man das Ganze erst zu ISPO präsentieren, nachdem die Freeride-Szene aber jetzt schon so begeistert war und das natürlich die Netzwerker sind, über Facebook und Internet das Ganze schon verbreitet haben, waren wir mehr oder weniger gezwungen, mit dem Ganzen jetzt schon rauszukommen. Also die Felle werden jetzt die ersten montiert, also sobald jeder beim Händler abstellt, innerhalb der nächsten 14 Tage werden wir alles zum Ausliefern haben. Was wird es kosten? Empfohlener Verkauf ist 149 €.